Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf der Empore. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschrocken, als ich den Tagesordnungspunkt in den Unterlagen gefunden hatte. Ich hatte es schon wieder fast vergessen. Es ist 2 Monate her, dass die Dezernenten ihre Empfehlung dazu gegeben haben und die Bürgerversammlung ist schon 1 Monat her. Und jetzt geht es plötzlich ganz schnell. Erstmal vorneweg möchte ich sagen, wir begrüßen es, dass keine weiteren Bemühungen zur Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas unternommen werden und sich mit voller Kraft auf die Förderung und Weiterentwicklung der Kasseler Kulturszene fokussiert wird. Das Vorgehen in dieser Sache kritisieren wir jedoch scharf. Die sogenannten 6 Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik konnten nicht einmal im Kulturausschuss dargestellt und diskutiert werden. Ebenso wenig die Entscheidung an sich. Das monetäre Argument ist hier nicht haltbar. Die Verlautbarung der 6 Dezernente liegt knapp 2 Monate zurück. Jetzt plötzlich von Dringlichkeit zu sprechen, ist eine Farce. Außerdem gibt es keine Magistratsvorlage, dort wurde auch nicht darüber entschieden. Nochmal konkret zu den Punkten für eine nachhaltige Kulturpolitik. Ich weiß gar nicht, ob die allen bekannt ist. 2 von diesen 6 Punkten heißen Documenta. Einmal an sich als Ausstellung und einmal das Documenta-Institut, das wohl teurer wird als erwartet. Ein weiterer Punkt, das Stadtbibliothek. Schön und gut, überrascht mich aber ein bisschen in dem Zusammenhang, da ich in den Workshops davon nicht wirklich was mitbekommen habe. Also bleiben für mich noch 3 Punkte übrig. Da findet man zum einen das Thema Räume, was in dieser Stadt wirklich brennt. Aber so konkret wie bei der Documenta wird dieser Punkt nicht genannt und die Dezernenten bleiben eher unklar. Ein weiterer Punkt befasst sich mit einem Zentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft, welches als Hotspot eng an der Kunst-Uni angebunden sein soll. Auch wieder nur Vermutung. Ein weiterer Punkt beinhaltet die Kulturförderung oder besser gesagt die Unterstützung der Kulturszene, dabei Fördermittel anderer Ebenen zu beantragen. Auch das ist schon länger Thema. Diese Ziele haben sich angeblich aus dem Prozess der Erarbeitung der Kulturkonzeption, welche angesichts der Kulturhauptstadtbewerbung in Auftrag gegeben wurde, ergeben. Dies ist eine Voraussetzung für eine Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Aber das kann ich nur in Teilen nachvollziehen. Aber warum mussten diese 6 Punkte jetzt prominent platziert werden, bevor die Kulturkonzeption überhaupt beschlossen oder geschrieben wurde? Wird damit nicht die Kulturkonzeption ein bisschen überflüssig oder wird zumindest beeinflusst oder verändert? Im hier vorliegenden Antrag heißt es, der Fokus soll auf der Umsetzung der Ergebnisse aus dem Kulturkonzeptionsprozess liegen. Die 6 Ziele sollen zusammen mit den Ergebnissen aus dem bisherigen Kulturhauptstadtprozess in die Diskussion um die Kulturkonzeption einfließen und künftige Handlungsgrundlagen bieten. Kurz gesagt, die Dezernenten formulieren ihre eigenen kulturpolitischen Ziele und wollen sie nun mit in die Kulturkonzeption einfließen lassen. Nun müssen wir auf die Ausarbeitung der Kulturkonzeption warten und schauen, was sich darin wiederfinden lässt und was nicht und wofür Geld eingestellt wird und wofür nicht. Das Vorgehen in dieser Sache ist mehr als komisch. Im Kulturausschuss wurde nicht einmal über das Haus der Kulturhauptstadt gesprochen, da die Sitzung im April ausgefallen ist. Der Ausschuss sollte eigentlich das Gremium sein, in dem darüber diskutiert wird. Stattdessen teilen die Dezernenten ihre Ideen und Empfehlungen der Presse mit, wird aber den Vorschlag, den Bewerbungsprozess zu stoppen und sich auf 6 sogenannte nachhaltige kulturpolitische Ziele zu fokussieren. Transparenz sieht hier anders aus. Dies wird die Kulturpolitik der nächsten 15 bis 20 Jahre oder gar länger prägen und das finden wir wirklich enttäuschend und deswegen können wir uns bei diesem Antrag nur enthalten.